So, da aufgeklappt, ausgepackt, nee, ausgepackt und dann aufgeklappt. Und da sind wir wieder. Jo, ach, Hallo. übrigens, du könntest ja jetzt die Gelegenheit nutzen und doch mal ein bisschen Kamera dazu packen. Von dir. Aber das sage ich dir gerade etwas zu spät, aber ja, gut. Machen wir nächstes Mal. Muss die erstmal suchen. Ich weiß schon wieder gar nicht, wo die ist. Die ist seit 1,5 Jahren nicht benutzt worden. Boah. Ja, weil ich für die Sexchats immer eine andere benutze. Ach so, eine mit mehr Auflösung. Richtig. Mit weniger. Ach so, ja klar. Stimmt, ab Full HD wird es dann doch eklig bei manchen Leuten. Ah, Mann. Wir könnten jetzt über 4K-Pornos philosophieren, aber ich glaube, das ist der falsche Ort Oder dafür. das Ganze in Virtual Reality. Oh ja, Virtual Reality, da möchte ich noch schnell was dazu sagen. Hatte ich, glaube ich, irgendwann schon mal angesprochen. Vielleicht nicht in deiner Anwesenheit, aber in einem anderen Let's Play, welches ich vor ein paar Tagen aufgenommen habe. Ja, dann war ich wohl nicht dabei. Ja, richtig, richtig. Rhythm Heaven heißt das übrigens, oder Rhythm Tengoku, The Best Plus, ist voll geil, das Spiel. Kommt demnächst auch in Europa raus. Kannst du dich drauf freuen, dann kannst du diese ganzen Lieder, die du gehört hast, nachspielen, bloß halt ohne den Text. Ich werde selbst mitsingen. Genau, du wirst In meinem selbst. stillen Kämmerlein. Richtig, richtig, das wirst du tun. Und, da fällt mir ein, auch wenn ich gerade vom Thema völlig ablenke. Ich habe mich schon mal mit der Wii-Version von Rhythm Heaven befasst. Und wenn ich es schaffen sollte, die ISO-Datei etwas zu hacken, beziehungsweise da ein paar Dateien auszutauschen darin, könnte es sogar passieren, dass ich ein Let's Play mache von einem Spiel mit Liedern, also mit rein gecrackten Liedern, die von mir besungen sind. Verstehst du das? Ja. Also sozusagen Rhythm Heaven Fever mit Vocals. Das wäre natürlich cool, wenn ich das hinkriege, dann mache ich da ein Let's Play von und dann ist Das das hätte toll. was. Das hätte wirklich was. Nee, was ich sagen wollte eigentlich, was ich nämlich in diesem anderen Let's Play angeschnitten hatte, ich werde in Virtual Reality so schnell wie möglich einsteigen. Sobald es denn dann zugänglich ist. Ich habe nämlich zum Beispiel schon eine HTC Vive vorbestellt. Und ja, mal gucken, wie das Ganze dann so aussehen wird. Naja, okay, Virtual Reality kann man leider nicht so gut übermitteln an andere Leute, die es noch nicht probiert haben. Ich habe es ehrlich gesagt auch nicht probiert. Ich vertraue nur auf die ganzen Aussagen von Leuten, die es schon probiert haben und meinen, dass, naja, Virtual Reality jetzt mittlerweile nicht mehr zum Kotzen ist. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist ja so meine einzige, ja, der einzige Punkt, der mich stören könnte. Ich hoffe, mir wird da nicht übel. Und Schauen wir mal. wenn doch, ist alles auf Band. Ich werde mich vermutlich mit PlayStation VR eindecken bei Gelegenheit. Ja. Mangels Gaming-PCs und mangels genug Geldes, um Ja, eins okay, der ja. anderen Geräte zu kaufen. Auch wenn ich überlege, ich habe nicht meine PS4. Ich müsste also, wenn ich PlayStation VR haben wollte, müsste ich erstmal ausgeben 400 € für das PlayStation VR. Okay, wir runden ab auf 399 oder wir runden nicht auf, sagen wir mal so. Ja, und dann noch für die Kamera und die Move Controller. Okay, das kriegt man irgendwo sicherlich gebraucht. Ja, 40 € nochmal. Vielleicht 50. Und dann müsste ich mir auch noch eine PlayStation 4 dazu holen. Ja, für 200 € kriegst du die auch schon zusammen, Naja, denke ich. 250 würde ich eher. Ist sicherer. Oh. Ich habe ja das Glück, dass ich damals das bei Release das Killzone Bundle gekauft habe, wo eine Kamera dabei war, die ich bis heute kein einziges Mal gebraucht habe. Aber Aber ja, gut, jetzt freue das. ich mich. Ja, natürlich, das verstehe ich. Na, vielleicht finde ich auch ein Bundle mit einer Kamera, wo jemand sagt, ne. Muss ich nicht mehr für verlangen, braucht keiner. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es auch ein VR-Bundle geben wird, wo alles schon drin ist. Ja, aber das wird dann wieder ein bisschen teurer sein, weil es im Retail. Ich kaufe lieber gebraucht, ehrlich gesagt. Aber gut, machen wir jetzt mal weiter hier im Spiel, ne?
Virtual Reality kommt auf jeden Fall bald. Ich hoffe natürlich, ich kann das stemmen, das aufzunehmen und gleichzeitig berechnen zu lassen. Ansonsten muss ich mir da einen zweiten PC hinstellen, der das aufnimmt, während mein Haupt-PC... Stell dir mal vor. Ha? Stell dir mal vor. Ja. Mit HTC Vive spielst du Superman 64. Hör auf mit deinem Superman. Das wäre doch gigantisch. Das wäre natürlich böse. Na, ich sag mal so, Bewegungssteuerung, ja, ich glaube, das wäre sogar, das würde besser ansprechen als die N64-Steuerung. Du könntest dich dann auf ein Bett legen oder auf einen Stuhl oder sowas und dann so tun, als würdest du fliegen dabei. Fände ich super. So die Arme ausstrecken. Genial. Superman 64, oh Mann, nein. Ja, das machen wir. Aber nicht mit Bewegungssteuerung, weil, also ich habe ehrlich gesagt schon mal Versuche gemacht, Pokémon mit Kinect zu steuern. Es funktioniert, Man kann es damit auch durchspielen. Und man nimmt dabei ab, nehme ich an. Nicht wirklich, es kommt drauf an, was man machen muss, um sich zu bewegen. Also zum Beispiel, die Laufbewegungen sind einfach bloß einen Fuß nach vorne oder zur Seite setzen oder nach hinten. Ich habe nie Kinect gespielt, wie akkurat ist denn diese Bewegungserkennung? Oh, ist schon ganz akkurat, nur bei dem ersten Kinect ist es halt das Problem, es spricht zu langsam an. Deswegen ich habe sogar versucht, damit Rhythm Heaven zu spielen und das, da braucht man ja, da muss es ja eigentlich sofort ansprechen. Es ging, wenn man weiß... Wie bei Hugo? Nee, nicht ganz so. Aber wenn man weiß, wie früh man was machen muss und wenn man weiß, was man machen muss in dem Augenblick, naja, dann... Mhm. Also wenn man schnell genug reagiert oder sowas, dann geht das schon, aber es ist... Also mir würde dieses Kinect 2.0 dafür besser gefallen. So, jetzt weiter hier im Spiel. Ja, komm. Was macht ihr? Ist das nicht traumhaft von diesen süßen... Was meint ihr? Was meint ihr? Ja, okay. Was meint ihr? Nein, was meint ihr? Ist es nicht traumhaft, von diesen süßen, blökenden Zicklein umgeben zu sein? Nö. Nee. Ich träume heute Nacht bestimmt von ihnen. Wahrscheinlich zähle ich zum Einschlafen Zicklein statt Schafe. Die sind aber schon niedlich, nicht wahr? Die Zicklein auch. Ihr Anblick kann durchaus entspannt wirken, aber wenn man nur ihr Blöken ausblendet. Ach ja. Ach übrigens, ich habe in der Zwischenzeit während unserer Pause meinen anderen Stylus gefunden. Yay! Sieht man das denn? Der hier ist nämlich nicht rot, der ist... Türkis. Phoenixblau. Achso. Phoenixblau. Das sah in der Miniatur so blau aus. Ja, so ein bisschen vielleicht so. Was ist da? Ah. So viele verschiedene Fischarten. Gibt es einen Fluss oder See in der Nähe? Ich sehe keinen Fluss. Interessant. Ich frage mich ebenfalls, woher sie so viel Fisch bekommen. Der ist vom Himmel gefallen. Die Fische sind ganz frisch. Einige leben sie sogar noch. Oh, jetzt nicht mehr. Eine Katze hockt im Schatten und wartet auf die Gelegenheit, sich einen Fisch zu schnappen. Schaut mal, eine Katze! Fang sie! Esst sie! Oh Mann. Und Maya hockt daneben und wartet genauso. Woher kommen die Wagen mit Milch? Auch vom Himmel gefallen. Hier muss man echt aufpassen. Ich habe keine Kühe oder Ziegen gesehen. Ja, nee, er hat keine Ziegen gesehen. Ist er blind oder was? Aber vielleicht. Ich habe gerade noch drüber gesprochen. Ja, aber vielleicht gibt es eine Farm außerhalb der Stadt. Da ist das die ist ja Ziege. Zum Mäusemelken. Jemand hat seinen Wagen hier unbewacht stehen lassen. Ja, stimmt. Mäuse melken können sie auch, denn die Mäuse laufen frei herum, weil die Katze ja auf den Fisch wartet. Die Frau mit der Ziege hat gesagt, dass Ziegen recht wenig Milch geben, weswegen sie so teuer ist. Ach so? Hat sie? Die Frau mit den Ziegen ist teuer? Die Frau... Ja. Ein wunderbarer Duft kommt aus der Bäckerei.
Es riecht so nach Fisch. Oh. Oh Mann. Es gibt hier nur eine Bäckerei in der Gegend, wie es scheint. Ja, nicht wie hier in Berlin, zwei nebeneinander oder drei. Vom gleichen, ja. Ja, genau, von der gleichen Sorte noch. Oder ich finde das auch schön, wenn man eine Tankstelle hat und an der nächsten Ecke gleich noch eine. Aber es muss funktionieren, naja, wie es aussieht. Nö, Kannst ja, genau. Vergleichen. Genau, für alle, die jetzt noch die anderen Videos noch nicht gesehen haben in der letzten Zeit. Ich wohne jetzt tatsächlich in B-Stadt. Das ist in der Nähe von Adorf. Du bist ein Berliner. Haha. Harlauer. Jetzt nicht mehr. Ach so, Entschuldigung. So viele Brotarten. Verschiedene auch noch dazu. Süß. Herzhaft. Herzhaft. Hüß. Hüßhaft. Hüß. 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 Herzhaft. Ich habe alles so hübsch arrangiert. Es sieht viel zu toll aus, um es einfach an Banausen zu verkaufen. Hat die noch ein Rätsel? Denn Banausen essen nur Bananen. Bananen und, nee, mir fällt kein Wort ein, das auf Ausen endet, was man essen kann. Sonst wären Banausen wahrscheinlich eine Kreuzung aus Bananen und diesem anderen Wort. Nee, aber die essen sie immer in den Pausen. Ah, Bananenpausen. Banausen. Mhm. Andere essen nur blaue Dinge in ihren Pausen. Blaupausen. Das sind Blaupausen, ja. Frische Ziegenmilch direkt von der Kuh! Beeilt euch! Sonst ist sie ausverkauft! Nee! Okay, bewegen wir uns mal lieber. Oder ist hier noch irgendwo. Nein, ja, nein, hier ist nix. Da ist nix. So, wo sollen wir eigentlich hin? Zum Gericht? Oder ist. Ach nee, das ist die Bibliothek. Ja, aber vielleicht gibt's da ja Rätsel, ne? Es gibt zwar keine versteckten, aber vielleicht gibt's offene Rätsel. Wir können sogar in die Bibliothek reingehen. Bling. Lüt. Okay, identische Statuen. Aber so richtig sieht's nicht so aus, als ob wir hier weiterkommen. Ja. Okay, dann. Ach, hier geht's noch nach oben. Gehen wir mal da rein. Vielleicht ist da ja jemand. Warum ist denn hier niemand? Das ist ja traurig. So. Hier können wir mal gucken, ob hier jemand steht. Vielleicht steht da ja der... Nein. Was ist das? Oh, jetzt sind sie weg. Oh. Okay, anscheinend ist... Oh, schau mal, jetzt sind sie auch vom Himmel gefallen. Waren wir hier schon mal? Nee, Mann. Ja, da ist die Bäckerei. Ja, und gehen wir mal nach unten hier. Hier ist ja niemand. Haben die einfach mal so an den Charakteren gespart, nur weil man sich sagt, naja, die gehen doch sowieso direkt dahin, wo sie hin müssen? Das gibt's ja nicht. Vielleicht waren da ganz viele Leute und wir haben alle schon angesprochen beim letzten Mal. Vor anderthalb Jahren. Dann wären die bis jetzt bestimmt wieder da, oder tot? Oder umgezogen. Ja, eben, also zwischen zwei Prozessen kann ja so viel Zeit vergehen. Stimmt. Ist das in der Realität auch so, dass da mal gerne anderthalb Jahre zwischen zwei Verhandlungen stehen? Es kommt immer darauf an, worum es geht. Naja, zwischen einem derselben, selten. Oh. Aber hier ist echt nix. Bin ich hier richtig? Nee, nach Osten haben sie doch gesagt. Ach, geht das denn? Ja. Noch östlicher? Oh, da ist es ja. So, ich gehe aber jetzt trotzdem erstmal auf die Straße zum Gericht, denn da steht zufällig jemand mit einem Rätsel.